Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit einem LS-Profi. Hallo. Jetzt bekommt ihr Challenge. Übrigens. Fett am Verdichten, Junge. Jo. Ihr habt's bestimmt in der letzten Aufnahme gesehen, dass wir Lex-Probleme mit der Käserei gehabt haben. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, den ganzen Käse zu verkaufen, weil das werden wir auflösen, weil das zerstört unseren Server. Herr LS-Profi, Sie reden weiter. Danke, Herr Busfahrer. Und wenn du mich nochmal Busfahrer nennst, dann schlug ich. Hashtag Busfahrer. Nee, wie gesagt, der Käse, die ganze Käseproduktion ist nicht so gut für unseren Server, das hat man in der letzten Folge gesehen. Es hat wirklich geleckt ohne Ende, egal bei wem. Das verträgt uns ja Nitrato-Server nicht, deswegen kommt das jetzt runter. Der Käse wird jetzt den letzten Käse wegmachen, wenn wir die ganzen Wegen verkaufen. Und dann passt das so. Hast du eigentlich den Wagen von dir gemietet oder gekauft? Gekauft. Aha. Da habe ich ja einen Checkpoint gemacht. Ich habe einfach einen Dealer. MLU ausgehandelt, die haben mir das gekauft und mir zur Verfügung gestellt. Ich kriege aber nur eine Rechnung. Oder ich habe sie schon bezahlt, das kann auch sein. Ne, ich habe sie sogar letzte Folge schon bezahlt, glaube ich. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Hey. Eieieiei. Ist doch ganz gut was an Silo geworden hier. Bin ich jetzt nicht. Fast 500.000. Fast 1 Million bei mir im Ding. Nur weil du keine Kontakte hast. Ich habe wahrscheinlich mehr Kontakte als du, kleiner Busfahrer. Schreib's gerne mal in die Kommentare, ob wir ihn einmal so richtig verarschen sollen. Ich schreib's gerne Hashtag Busfahrer in die Kommentare. Zu geil. Siehst du, du magst doch den Begriff Busfahrer. Der passt auch irgendwie zu dir. Ich kann mir richtig cool als Busfahrer vorstellen. Bin ich aber nicht, ich bin selbstständiger. Selbstständiger Busfahrer, genau. Selbstständiger Busfahrer, sympathisch. Jetzt hat sein Erbsenhirn wieder vergessen, was er sagen wollte. Nee, ich will was bauen. Aha, ohne Baugenehmigung, das wird aber nichts so. Was man immer wieder Baugenehmigung schreibt, Junge. Was hast denn du für Noten in Deutsch gehabt? Hä? Was hast denn du für Noten in Deutsch? Ein Einser. Hä? Einen Einser. Jetzt mal die echten Noten und nicht die in deinem Traum. Ja, Anansa, jetzt will doch. Vierer. Da kannst du keinen Einser von einem Vierer unterscheiden, oder was? Nee, bei dir erkenne ich sofort, dass du ein Vierer Durchschnitt hattest. Kriege eigentlich eine Sondergenehmigung. Für was? Für deinen Hof, damit ich den kaufen kann. Prinzipiell kriegst du schon mal sowieso keine Sondergenehmigung. Und für meinen Hof kriegst du erst eine Genehmigung, Sondergenehmigung, wenn ich hier das Ding gewonnen habe. Dann bin ich nämlich weg und du kannst nämlich dann hier Scheiße machen. Wenn die Challenge gewonnen hast oder ich gewonnen hab, dann ist das LS22 da, da fängt schon das neue Projekt an. Ja. Dann habe ich schon LS19 deinstalliert. Boah. Wow. So ein bisschen also. Der alte ist abgelutscht, kann man das neu anfangen. Das stimmt. Nach drei Jahren ist es wirklich ziemlich abgelutscht. Irgendwo hängt da gerade, oh, Alter. Wie macht man den scheiß starken Bauern? Ich kann euch anmachen.
Wow. Warum denn? Ich häng da gerade fest. Nö. Für sowas gebe ich dir keinen Stangenbauer. Wenn ich fahren kann, dann muss ich es lernen. Ja, wenn da alles von Melu im Weg steht. Aber jetzt ist Sicherheitstraining. Das Melu hat ja eigentlich alles weggeräumt. Beim Händler oben steht aber alles voll von Melu. Kann ich gar nicht verstehen, ich steh doch gar nichts am Melu. Von Melu. Halt die Klappe. Das kann ich nicht verstehen. Du Reisverkäufer. Sagst du? Sag ich bin ja kein Reisverkäufer. Stimmt, du bist ja der Busfahrer. Wenn du jetzt nochmal Busfahrer sagst, dann lass ich dir das aufs Gesicht tätowieren. Du ja, Mann, du bist ja der Busfahrer. Du bist ein Profi mit IE. Ja, stimmt auch, steht ja bei mir auch. Du bist ein An-30er, was ist das eigentlich? Nee. Gut, damit es keinen Polizisten da in der Challenge gibt. Dann hättest du schon 50 Anzeigen an der Karte. Na, weil ich schau gerade auf mein Handy. Weg mit dem Handy, das Handy kommt weg. Na. Das Handy kommt weg. Mein Tätigkeit. Halt. Wegen dir habe ich mir jetzt verfahren, Alter. Das Handy kommt weg. Du kommst da gleich weg. Das Handy kommt weg. Hätte klappt bei du Reisverkäufer. Sagt der Busfahrer. Ist ein Busfahrer. Danke. Der scheiß LKW steht da im Weg. Mein LKW steht gar nicht im Weg. Aber mein LKW steht nicht mehr da. Sie hat im Feld 25 steht da. Was sollten die da machen? Da stehen. Sinnlos im Weg. Ja. Hey, ich sehe die Verdichtungsanzeige nicht mehr. Achso, weiß ich auch. Also. Zack. Hast du eigentlich schon dein Zeug verdichtet vom Häckseln? Ja, das geht schon. Meinst du auch? Aber jetzt. Ja, Häckselgut bei der. Die sind ja komplett leer. Scheiße. Warum sind die komplett leer? Jetzt liegt der Häckselgut. So, Leitlern, jetzt wird mein Käse-Dings verkauft. So. Nein, Leute. So, denn der ist Kunstwäschwein. Entspannt. Was denn? Nichts. Alles gut. Bei dir wird ein kleines. Ich sauber gemacht. Was hat er? Schon leer. Was hat er denn schwer gemacht, Alter? Meine Güte, für den. Der will das nicht, oder was? Merke ich mal. Ich geh gleich auch mal was. Ah ja, too much information. Du denkst ja nur ins eine. Hä, und was denn? Ja, ja. Weiß schon Bescheid. Was denn, ans Finale, wer gewinnt oder was? Unklar. Daher bauen wir uns übrigens mal kurz an. Ist ja nicht verboten, was ich mache. Ich freue dich ja auch in Ballen. Du Klappspaten, ne, du. Kriegst du mal hin, Ass hochzuheben. Mann, ich lass vom Bauhof da meine Einfahrt verbreitern. Ich weiß nicht, wie schnell das Fahrer auf einmal von dem Berg geht. Wie geht denn das?
Haben wir zum Glück auch hier genug Silage geblieben. Kurz gucken, wie ist bei dem Film. Achso, geh mal ins Salo. So, dann haben wir das endlich. Ach, jo. Ja, muss ich kurz werden, das fällt mir Spaß. Ist ja nichts Neues bei dir, oder? Oha, wollen Sie mir da jetzt was unterstellen, oder was? Na, ich hab nur die Wahrheit gesagt. Aha. Also wollen Sie mir doch was unterstellen, nicht was ist. Ich wollte Ihnen gar nichts unterstellen. Nö, nur nicht. Sie wollten mich unterstellen, dass ich das ZU besteche. Tun sie ja jedes Mal. Ja, ist klar. Ich kenne ja ein paar Leute, die sagen mir ein paar Infos zu ihnen. Mhm. Sicher. Ja, sicher. Ja, ja. Alles, ich kenne den Chef höchst persönlich. Oh ja. Echt jetzt, den Kevin kennst du? Ja. Mhm. Gingst du zu ihnen kennen, ja? Achso, ich finde ihn nicht. Warum nicht? Wow. Wie schaut er denn aus? Beschreiben Sie ihn einmal. Weiß ich, wie der nicht ausschaut. Der sieht echt genauso ein Klappschwein wie du. So wie du, so ein Klappschwein, oder? Nee, du bist ja der Busfahrer. Alter, halt die Klappe. Aber moderier mal die Folge ab. Nö. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, bitte seht ihr allein und die Folge ja, natürlich. Weil es so Lachen gibt. Schaut's gerne zur nächsten Folge vorbei. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ey, ist mein Besen. Ciao.